Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um den Community Day mit Zapladin. Die Pokédex Nummer 602 und dieses Event startet am 21. Juli um 14 Uhr und geht bis 17 Uhr am selben Tag. Ihr könnt den Community Day verlängern, dazu komme ich aber später nochmal. Schauen wir uns erstmal die Boni an. Wir bekommen wieder 3 Stunden Lockmodule und 3 Stunden Rauch. Den Rauch könnt ihr sogar noch etwas mehr stapeln, sogar auf der Karte mittlerweile. Also ruhig mal, wenn ihr einen Rauch gezündet habt, einfach auf der Karte den Rauch nochmal antippen. Dann bietet er euch nochmal an, einen zu zünden. Ich würde immer vorschlagen, mindestens 2 zu benutzen. Dann hat man nach dem Community Day noch weitere Spawns. Ein Viertel Brutdistanz oder ein Viertel Brutdistanz zeige ich euch eine separate Grafik später. Es gibt doppelte Fangbonbons, doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen ab Trainer Level 31. Und es gibt 5 Überraschungsfotobomben natürlich mit Zapladin. Was hier nicht draufsteht und was man vorher ja nicht so genau wusste, es gibt ja noch einen Bonus, der natürlich auch aktiv sein wird. Und das sind die 4-fachen Erfahrungspunkte. Vergesst nicht, bei einem Community Day ist es immer so, dass mehr Pokémon spawnen als üblich. Wer unbedingt viele Fänge haben möchte und viele Erfahrungspunkte sammeln möchte, ist das euer Tag, wo es noch einfacher habt. Ihr könnt in dieser Zeit, in einer halben Stunde, deutlich mehr Erfahrungspunkte machen, als wenn ihr das nach dem Community Day oder vor dem Community Day macht. Von 17 bis 22 Uhr gibt es noch besondere Vierer-Raids. Das sind so blau-weiße Eier, da drin ist Zapplalek und diese Raids kann man nur vor Ort bestreiten und der Raid-Boss ist relativ stark. Laut Simulation, wenn ich alles richtig eingestellt habe, so Level 50er Spieler haben einen Schwierigkeitsgrad von 1,4, also braucht man 2 Trainer. Ihr braucht also 0,4 Trainer noch zusätzlich, falls ihr richtig stark sein solltet. Also ihr könnt den einfach zu zweit easy wahrscheinlich machen, aber alleine leider nicht. Wenn ihr den Raid-Boss dann besiegt habt, gibt es 30 Minuten lang 300 Meter Umkreis um die Arena herum weitere Zapladin, die haben die gleiche Shiny Chance wie beim Community Day. Wer also immer noch nicht genug hat und irgendwie gerade richtig gehypt ist, kann das ja machen. Wenn ihr das richtig durchführt, sage ich jetzt mal, dann könnt ihr zum Beispiel am Samstag euren Raid-Pass übrig lassen und am Sonntag 2 Raids machen und das kostenfrei. Bei einem Community Day gibt es eine Event-Attacke. Eine Event-Attacke bekommt ihr, wenn ihr ein Zapladin komplett durchentwickelt, zu Zaplarang oder sogar ein Zaplarang fangt. Theoretisch ist es möglich, ein Zaplarang zu fangen, wenn ihr zum Beispiel euch das Community Day-Ticket gekauft habt. Weil da bekommt ihr eine Spezialforschung und in dieser Spezialforschung gibt es auf der letzten Seite dann das End-Pokémon zum Fangen. Die Community Day Attacke bei diesem Community Day ist Voltwechsel, das ist eine Sofortattacke. Nach dem Community Day, irgendwann später, könnt ihr mit einer Top TM jedes andere Zapplarang auch diese Attacke beibringen. Bei diesem Community Day soll es auch eine befristete Forschung geben, bei der ihr 4 Einallsteine bekommt. Die sind dringend wichtig, weil das Entwickeln von Zapplalek zu Zapplarang braucht ihr 100 Bonbons und ein Einallstein. Sonst geht das leider nicht. Ist halt blöd, wenn man jetzt gerade keine hat. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit viele ausgegeben, aber sie reichen für den Community Day. Und dann habe ich halt wieder ein bisschen mehr als vorher. Ich hatte vorher, keine Ahnung, gefühlt 20 Einallsteine. Ich habe sie mal verwendet, weil ich gedacht habe, meine Güte, 5 Stück im Beutel reicht auch. Im Shop könnt ihr euch ein zusätzliches Ticket für diesen Community Day kaufen und dann erhaltet ihr eine zusätzliche Spezialforschung, die es so kostenlos nicht gibt. Die kostet 99 Cent und ich habe auch diese wieder geschenkt bekommen. Da müsste ich jetzt gerade mal nachgucken, ob das jetzt Andy Project oder der Leon gewesen ist. Jetzt wisst ihr auch, warum ich da durcheinander gekommen bin. Also Leon hat mir das Ticket zum Community Day geschenkt und Andy Project hat mir das Ticket zum Hyperbonus geschenkt. War ja quasi ziemlich eng beieinander, die zwei. Außerdem kam das eine Ticket ziemlich spät, weil Niantic irgendwie wollte, dass man nicht vor 10 Uhr das Ticket kauft, was ich ein bisschen schade finde.
Zum Glück ist das Tauschen beim Community Day nicht so schade, weil 50% weniger Sternenstaub einen zusätzlichen Spezialtausch bedeutet. Bei diesem Community Day ab 14 bis 22 Uhr könnt ihr dreimal Spezialtausch durchführen. Aber wirklich nur in diesem Zeitraum. Wer vorher schon seinen Spezialtausch macht, kann eventuell danach nicht mehr Spezialtauschen oder halt nur einmal, weil aktuelle Jahreszeitenbonus ist zweimal Spezialtausch. Die Entwicklung von Zapladin zu Zaplalek zu Zaplarang könnt ihr von 14 bis 22 Uhr durchführen, habt also eine Menge Zeit. Bei den Pokestops, bei den event-exklusiven Feldforschungen habt ihr leider nicht so viel Zeit. Von 14 bis 17 Uhr gibt es die nur. Und vorher gibt es, also, und wenn ihr die Aufgaben schon vorher erledigt habt, kriegt ihr keine neuen. Das ist halt der Riesenvorteil am GoFest, aber ich hoffe, dass Niantic das irgendwann für diesen Community Day noch ändert. Das wäre richtig genial, dass man an den Pokestops dreimal Feldforschungen machen kann, einmal vorher, einmal dann mittendrin und einmal danach. Damit würde sich die Spieldauer, die man eigentlich mal hatte, diese ganzen 6 Stunden, so ein bisschen ausgleichen. Dann kann man an einem und denselben Ort nämlich viel länger spielen. Und muss den Ort nicht verlassen, weil es keine Feldforschungen mehr gibt. Bei den Feldforschungen an den Pokestops beim Community Day ist es so, dass es immer, fast immer nur die Aufgabe gibt, fange 3 Zapladin. Und dann bekommt man eine Pokémon-Begegnung, Items oder Sternstaub. Das ist sehr unterschiedlich. Und wenn ihr Glück habt und ein Zapladin bekommt mit 347, dann ist es ein 100er. 100% für PvP sieht aber ganz anders aus, ist aber hier auf der Grafik wiedergegeben. Ich würde euch aber das Pokémon Zaplarang nicht für PvP empfehlen. Die Showcases sind am Samstag bis Sonntag 20 Uhr. In dieser Jahreszeit wissen wir ja ganz genau, wann immer Showcases sind. Und dann wird natürlich Zapladin und Zaplarang drin sein. Am Montag müsste ich jetzt spekulieren. Und wenn ich spekulieren müsste, würde ich raten, dass Zwiebs in den Showcases kommt von Montag bis Dienstag. Wenn ihr mehr Bonbons oder mehr XL-Bonbons von Zapladin sammeln möchtet oder vielleicht auch einfach die zusätzlichen 100 Erfahrungspunkte, dann solltet ihr eine Mega-Entwicklung von der Stufe 3 aktivieren. Folgende Pokémon sind hier gut: Kyogre, Ampharos oder Voltenso. Es ist Wochenende und am Wochenende kann man ja gegen Krypto-Entei kämpfen, zumindest in diesem Monat. Und das ist aber dann auch das letzte Mal diesen Monat. Danach gibt es wieder ein anderes Pokémon und da wissen wir jetzt noch nicht hundertprozentig, ob dann was ganz Neues kommen wird oder ob es noch eine Wiederholung gibt. Also ich weiß es jetzt gerade nicht. Vielleicht seid ihr ja schlauer als ich und habt euch gerade und blickt noch voll durch in Pokémon Go, dann könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben, damit die anderen das auch sehen können. Wie auch immer, Krypto-Entei gibt es aktuell. Und hier habe ich eine Grafik, wie die Einschätzung der Stärke von Entei ist. Ihr dürft euch jetzt hier nicht erschrecken, warum der hier so stark angezeigt wird. Das liegt daran, dass wenn man zum Beispiel auf Kontas klickt, dann landet man automatisch im Pokebattler und da ist alles ausgeschaltet. Keine Krypto, keine Legendären, keine Mega und keine Teampower. Wenn man das alles einschaltet und sogar noch beste Freunde ist, dann reichen 1,5 Trainer. Das heißt, zu zweit ist der gar nicht so schwer und das theoretisch ohne erlösten Edelsteine. Wie ich versprochen habe, wollte ich euch nochmal die Infografik zu den Eiern zeigen, damit ihr ungefähr wisst, wie viele Kilometer ihr laufen müsst für das jeweilige Ei, wenn ihr sie reinsetzt. Ein Viertel Bootdistanz haben wir bei diesem Community Day. Ab 14 Uhr könnt ihr gerne Glückseier aktivieren, eventuell könnte man aber auch ein Glücksei aktivieren und mit Dialga die Zeit stoppen und so lange verlängern, wie man gerade gerne möchte, dass man vielleicht zum Beispiel auch bei diesem Community Day nur ein Ei braucht und dann einfach quasi 2 Stunden verlängert. Also mir reichen die Spawns beim Community Day, ich brauche kein zusätzliches Palkia, aber einen Rauch sollte man auf jeden Fall anhaben. Es wäre nur schöner, wenn der Rauch noch ein bisschen aktiver wäre, so wie der Abenteuereffekt von Necrozma würde mir ganz gut gefallen, dass er beim Community Day einfach ein bisschen geboosteter ist, wäre schön, also sobald man das Pokémon gefangen hat, dass dann einfach das vielleicht das nächste Pokémon rauskommt oder so, dann könnte man zum Beispiel auch das Go++ anlassen
Und das würde sich eventuell immer wieder das Rauch-Pokémon relativ schnell schnappen, weil das immer schnell, gerade frisch spawnt und alles, was frisch spawnt, wird, glaube ich, schneller gegriffen. Meine Vermutung dazu. Und dann könnte man sich um die Pokémon drumherum konzentrieren. Andererseits auch egal, dieser Community Day ist jetzt nicht ultra wichtig. Man könnte auch einfach Hyperbälle und Superbälle durch Klicken mit Go Plus ausgeben und einfach einige Entei-Raids machen, weil schließlich letztes Wochenende und wer das Shiny noch nicht hat oder nicht genug XL-Bonbons, sollte hier jetzt noch zugreifen. Weil Krypto-Entei wird es wahrscheinlich so schnell nicht wiedergeben, ist nämlich schon die zweite Wiederholung. Also wenn wir jetzt mal ganz korrekt sind, dann ist das die erste Wiederholung. Eine zweite Wiederholung würde ja implizieren, dass Entei schon das dritte Mal da wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Krypto-Entei ist das zweite Mal da gewesen. Dankeschön, Besserwässer-KI. Auf jeden Fall Glücksei anmachen, Geschenke schicken, Geschenke öffnen. Alles andere steht in der Grafik. Ich sage es diesmal nicht nochmal. Wir sind jetzt schon wieder bei über 10 Minuten. Das reicht, denke ich mal, langsam. Euch bluten wahrscheinlich schon die Ohren und ihr sagt euch, Alter, wie kann man so viel reden? Aber keine Sorge, dieses Video entstand innerhalb von 2 Stunden. Also das redet man nicht einfach in 10 Minuten so runter, sondern das dauert eine Weile, bis man das zusammen hat. Ich werde in Offenburg spielen und wenn mir Krypto-Entei fehlt oder mir noch die XL-Bonbons fehlen, werde ich auf jeden Fall Krypto-Entei reden wollen. Und dann ist mir das dann, wir müssen dann nicht genau in der Innenstadt spielen, sondern wir werden dann einfach so spielen, wie uns halt die Raids auftauchen, weil es halt das letzte Mal ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch geholfen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber bestimmt habe ich irgendeinen Tipp oder Trick vergessen. Sorry dafür, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr noch vermisst habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle wie mein Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig streame. Bis zum nächsten Mal, Batsch!